Als Eigentümer einer Eigentumswohnung mit einem Parkplatz sollte man sich genau überlegen, ob man die beiden Objekte gemeinsam oder getrennt vermietet. Warum? Darum geht's in meinem neuen Video. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. In diesem Video geht es um ein spannendes Thema. Wenn ich eine Eigentumswohnung mit einem zugeordneten Parkplatz habe, dann unterliegt die meistens dem Mietrechtsgesetz. Entweder ist sie im Vollanwendungsbereich oder im Teilanwendungsbereich. Eigentumswohnungen stehen selten in der Vollausnahme, außer bei der Zwei-Objekte-Ausnahme. Wann das Mietrechtsgesetz anwendbar ist, dazu gibt es ein eigenes Video, das habe ich oben in der Infokarte verlinkt. Bevor wir weitergehen, ein kleiner Hinweis noch, solltest du dieses Video sehen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, tu mir und dir selbst einen Gefallen und abonniere den Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen, so verpasst du keine Updates zum Immobilienrecht. Warum sollte ich mir genau überlegen, ob ich eine Wohnung mit oder ohne Parkplatz vermiete? Ein Parkplatz ist natürlich ein besonderes Asset, gerade da, wo keine gratis Parkflächen im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen. Daher ist die Verlockung natürlich nahe, die Wohnung gleich mit dem Parkplatz zu vermieten, weil ich mir erhoffe, möglicherweise eine höhere Miete zu bekommen oder mehr Anfragen für meine Mietwohnung zu erhalten. Aber dabei gibt es einen kleinen Fallstrick. Wenn ich nämlich die Wohnung und den Parkplatz in einem vermiete, also in einem Mietvertrag beispielsweise, einen Mietvertrag über eine Wohnung mit dem Abstellplatz abschließe, dann ist es ein einheitliches Mietverhältnis. Das bedeutet, dass wenn die Wohnung im Vollanwendungsbereich liegt oder im Teilanwendungsbereich, das Mietrechtsgesetz auch auf das Mietverhältnis betreffend den Parkplatz anwendbar ist. Das heißt, ich kann das Mietverhältnis nur gemeinsam beenden. Ich kann also nicht den Parkplatz selber aufkündigen, nur den Parkplatz und die Wohnung bestehen lassen. Umgekehrt ist die Kündigung einer Wohnung sowieso an strenge gesetzliche Voraussetzungen geknüpft. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn das Mietverhältnis befristet ist, was ich normalerweise im Teilanwendungsbereich ja mache, dann spielt das nicht eine so große Rolle. Das ist auch richtig. Nur kann es natürlich passieren, dass sich ein befristetes Mietverhältnis in ein unbefristetes Mietverhältnis umwandelt. Das kann einerseits deshalb passieren, weil die Befristung unwirksam ist oder weil der Mietvertrag verlängert wird, nämlich mehr als zweimal. Im ersten Mal verlängert sich ein Mietvertrag stillschweigend um weitere 3 Jahre. Beim zweiten Mal wandelt er sich in einen unbefristeten Mietvertrag um. Das ist zwar grundsätzlich egal. Ich kann ja sagen, wenn ein Mieter so gut ist, dass ich ihn immer wieder verlängere, ja, dann haben wir beide was davon, wenn der Mietvertrag unbefristet ist. Doch was passiert, wenn der Mieter den Parkplatz gar nicht mehr braucht? Dann könnte ich natürlich einvernehmlich den Mietvertrag dahingehend ändern, dass der Parkplatz nicht mehr zum Mietgegenstand gehört. Der Mieter wird dann aber natürlich weniger Miete zahlen wollen. Oder, was auch sein könnte, der Mieter braucht den Parkplatz überhaupt nicht, hat ihn aber dabei und könnte ihn dann beispielsweise untervermieten oder leer stehen lassen, während mir als Eigentümer eine Chance entgeht, den Parkplatz selber zu nutzen oder gewinnbringend zu vermieten, möglicherweise so die Miete, die in der Wohnung vielleicht nicht so hoch ist, wenn sie gerade im Vollanwendungsbereich ist, aufzubessern. Wie geht man also damit am besten um? Am besten ist es so, dass man die Wohnung einfach ganz getrennt vermietet, und zwar nur die Wohnung und den Parkplatz, auch wenn er frei ist, vielleicht davor selber nutzt oder anderweitig vermietet, weil wenn ich nur den Parkplatz vermiete, dann unterliegt dieses Mietverhältnis nie dem Mietrechtsgesetz und ich kann es jederzeit kündigen nach den ganz allgemeinen Kündigungsfristen in der Zivilprozessordnung bei monatlichem Mietzins unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Monatsende. Also bin ich hier sehr flexibel. Ich würde also als Vermieter den Mietvertrag über den Parkplatz gesondert mit jemand anderem abschließen, also diesen wirklich extra vermieten, die Wohnung auch extra vermieten. Und wenn der Mieter irgendwann Interesse an einem Parkplatz hat, dann kann er diesen extra mit einem eigenen Mietvertrag mieten, eine eigene Miete bezahlen. Und zwar am besten ist es, wenn nicht zum selben Zeitpunkt abgeschlossen wird, sondern klar erkennbar ist, dass man eben zwei getrennte Verträge haben will. Dann ist nämlich in der Rechtsprechung nicht von einem einheitlichen Mietverhältnis auszugehen und der Mietvertrag über den Parkplatz wäre gesondert kündbar. So, das ist ein spezieller Trick, der
für jeden eigentlich nur Vorteile bringt, weil er verhindert, dass Parkplätze, die nicht gebraucht werden, von Mietern in Beschlag genommen werden. Und als Vermieter sichere ich mich ab, dass ich einen Parkplatz, wenn ich ihn selber brauche oder vermieten will, an jemanden, der ihn braucht, auch zur Verfügung habe. Rund um Mietverhältnisse gibt es immer wieder spannende Fragen. Wenn ihr welche habt, schreibt mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dan.